Franz Rogowski ist in diesem Jahr ein multipler Berlinale-Gast. Er gehört zu den aktuellen Shootingstars und ist gleich mit zwei Filmen im Wettbewerb vertreten. Da wäre zunächst die höchst ungewöhnliche Anna Segers-Verfilmung Transit von Christian Petzold und der Film In den Gängen, wo er auf einem Großmarkt Gabelstapler fährt und sich in eine reine, zarte Love-Story verwickelt. Na, hast du dich schon eingeliebt bei uns? Ja. Du bist ja eine richtige Drahtstasche, da kommt man überhaupt nicht zu Wort. Ist fertig. Das ist so ein bisschen Heimatfestival. Berlin ist meine Wahlheimat. Und ich kann hier mit dem Fahrrad theoretisch vorfahren. Ich habe jetzt aber einen Koffer gepackt, bin hier ins Hotel gekommen, weil so viel passiert und ich dann gar keine Zeit hätte, nach Friedrichshain zu fahren. Das war die kürzeste Reise meines Lebens. Ich saß 10 Minuten im Taxi, dann war ich da. Und im Moment ist das so viel, dass ich einfach nur, ich kann das einfach nur so mit offenen Armen empfangen und werde so von A nach B gebracht. Ich bin ein bisschen wie so ein Schäfchen, das seine Herde verloren hat und jetzt hier eben so durchgereicht wird. Das ist aber auch ein bisschen wie so ein Traum, den man sich vorher gar nicht traut zu träumen. Das ist jetzt so passiert. Das ist ein großes Glück für mich. In Transit spielt er Georg, der aus dem von den Faschisten besetzten Europa fliehen muss und zunächst in Marseille stecken geblieben ist. Papier, s'il vous plaît. Bei seinen Versuchen, die nötigen Ausreisepapiere zu bekommen, wird er in eine komplizierte Problemlage mit Liebe und Tod geworfen und Petzolds riskanter Versuch, den Roman von 1944 in unsere Zeit zu transponieren, geht dabei erschreckend glaubhaft auf. Ich glaube auch, dass das eine nicht allzu entfernte Zukunft sein könnte oder vielleicht sogar auch ein Jetzt-Moment schon sein kann, in dem eben sich deutsche Identität, auch eine Fluchtbewegung aus Europa eben verbindet mit einer nach Europa, die heute so an der Außengrenze Europas eben tagtäglich stattfindet. Georgs Schicksal vermittelt einerseits ganz unmittelbar die bedrückende Gefühlslage von Flüchtlingen und lässt mit dieser starken Geschichte warnend eine durchaus schon wieder denkbare Zukunft ahnen. Am nächsten Tag hat er dann Marseille erreicht. Ein blauer Himmel, Palmen im Wind. Es war kalt. Er suchte ein Hotel, etwas, wo er Ruhe finden, wo er sich verstecken konnte. Alle Hotels waren überfüllt. Das 7. Hotel, obwohl das Schild Complet über der Straße leuchtete, hatte dann doch ein Zimmer frei. Es ist ja so, wenn wir auf die Geschichte starren, ne, und einen historischen Film machen, dann tun wir immer so, als ob wir klüger wären. Ne? Und ich finde, als er dann fertig war und ich sah ihn im Kino mit den Schauspielern, dachte ich, nicht die Schauspieler sind Gespenster, also nicht die Figuren sind Gespenster von früher, sondern wir, unsere Gegenwart ist gespenstisch. Ja? Wir haben plötzlich wieder Heimat, Leitkultur, ja? Nationalismus wie 1914, 18. Ja? Und ich denke, dieses Gespensterhafte und gleichzeitig gehen alle Leute den ganzen Tag einkaufen, wie in Marseille oder ja, in Paris, gehen den ganzen Tag kaufen und gleichzeitig machen Identitäre und Front National, machen Gespensterdiskurse auf. Das dachte ich mir, das ist eigentlich das Kino, das ist der Film. Im Panorama-Programm ein weiterer bemerkenswerter deutscher Film. Styks. Eine Alleinseglerin unterwegs ins Paradies. Sie hat sich eine einsame Darwininsel mitten im Ozean ausgesucht und ist durchaus in der Lage, die Schwierigkeiten eines solchen Turns bei jedem Wetter zu meistern. Wir haben ein großes Casting gemacht und Susanne Wolfer auch unter den Schauspielern, die wir gecastet haben, und besonders Susanne Wolf, stellte sich sehr schnell raus, dass sie eine sehr körperliche, sehr physische, aber auch sehr sinnliche Schauspielerin ist. Und diesen internationalen Segelschein hat, was natürlich ein Geschenk für uns war. Wenn man so einen Film dreht, muss man die Elemente kennen. Man kann das nicht behaupten. Also man muss diese Abläufe beherrschen. Und das war natürlich ein Glücksfall, mit Susanne Wolf diesen Film zu drehen. Ja, das war toll.
Mit unerschütterlicher Gelassenheit, ja fast schon Strenge, zieht sie ihre Strategie durch und es wirkt erstaunlich glaubwürdig, was natürlich auch auf das Konto des Regisseurs geht. Ihn macht aus, dass er sehr, sehr genau ist, dass er sehr konsequent an seinen Ideen festgehalten hat und ich das jetzt im Nachhinein als eine große Qualität sehe. Eben dieses lange ruhig bleiben der Figur, lange Zeit keine Emotionalität zu zeigen, dass es keinen kitschigen Moment gibt von, es könnte doch irgendwie schön sein oder irgendwie so ein Quatsch. Als sie dann mitten im Ozean auf ein desolates Flüchtlingsschiff voll sterbender Menschen stößt, wird ihr Gleichmut ganz speziell gefordert, möglicherweise aber überfordert. Unknown vessel, this is Asa Gray speaking. Do you read me? Verify your identity. Over. In der Festivalsektion Generation 14 Plus ein weiterer sehenswerter, unterhaltsamer und intelligenter Film. Zwei junge Menschen geraten zufällig aneinander und werden während ihrer Fahrt durch Westeuropa versuchen, dem Zufall mit ebenso heftigen wie heiteren Gesprächen auf die Schliche zu kommen. Was aber meint wohl der Titel 303? 303 ist unser Wohnmobil, unser dritter Hauptcharakter und das Wohnmobil heißt 303. Und es gibt eigentlich, also das ist sozusagen der Typ von dem Wohnmobil. Ganz viele verwechseln das immer mit 030. Also viele, wenn ich davon erzählt habe oder wenn mich Freunde gefragt haben, sagen, was ist denn eigentlich mit 030 geworden? So, und ich glaube, da denken dann viele, das sei ein Berlin-Film. Aber es geht ja um den Bus, es ist ja ein Hümmermobil auf einem 303, also ein Hümmeraufbau auf einem 303 Mercedes Kleinlaster. Es heißt eigentlich 308, aber 303 klingt cooler, deswegen heißt es 303. Guck mal, das ist die Mitte Frankreichs. Geografisch? Ja. Jetzt echt? Ja, genau. Nice. Ist ja geil. Sie ist schwanger und sucht ihren Freund in Spanien. Er seinen unbekannten Vater in Portugal. Und beide werden sich natürlich ineinander verlieben. Vorher haben sie allerdings eine Menge zu bereden und dafür muss die Chemie zwischen den Akteuren perfekt stimmen. Das habe ich bei Mahler gemerkt. Wir haben uns auf jeden Fall immer Energie gegeben. Das merke ich jetzt. Ich habe sie jetzt gerade wieder gesehen seit, ich weiß nicht, bestimmt einem Jahr oder so haben wir uns nicht gesehen. Das ist wunderschön. Ich glaube auch, dass die Chemie zwischen Anton und mir gestimmt hat, insofern, dass wir einander irgendwie faszinierend finden und dass wir uns dann miteinander auseinandersetzen wollen und uns auch es mögen, wenn der andere Scheiße sagt und sagt, nein, es geht nicht so, wir müssen es anders machen und gleichzeitig nimmt man einander wieder in den Arm und sagt, ich passe auf dich auf und wir passen aufeinander auf und das war mit Anton so. Jan, nochmal wegen vorhin, ja, Pheromone und so. Wenn jemand versucht, seine Beziehungsprobleme auf die Biologie zu schieben, dann schrillen bei mir ehrlich gesagt alle Alarmglocken hoch, weil es die Wahrheit ist. Naja, nein, aber jetzt mal ohne Scheiß. Wovon du da sprichst, das ist doch nur sexuelle Attraktion. Wenn sich zwei beschnuppern, geil finden und dann ficken, ich meine, ist das Liebe? Wir sind ja keine Tiere. Klar, Säugetiere. Also doch Quatsch. Ich meine, okay, du hast recht. Ich kenne diese ganzen Theorien von wegen, während des Eisprungs sucht Frau sich eher Machos aus, den kantigen Testosterontypen. Sowas wie mich? Genau. Und während der anderen Zeit eher den Versorgertypen, der meinen Verwandten ähnlich sieht. Aber warte ganz kurz, das heißt, der Versorgertyp ist statistisch gesehen im Vorteil. Ey, Juli, jetzt wird mir aber einiges klar. Oh, Jan, jetzt Mann! Ich bin ganz happy, ich drehe gerade in Bayern mit Johannes Fabrik und es sah so aus, als könnte ich gar nicht zur Premiere kommen. Und dann haben wir uns wirklich eingesetzt und stark gemacht, dass das doch irgendwie hinhaut. Und jetzt bin ich heute Morgen angekommen und freue mich riesig, hier laufen zu dürfen und die Premiere heute Abend zu erleben. Ich bin so aufgeregt. Also ich bin wahnsinnig aufgeregt, weil die Berlinale ist viel auch Quatsch. Es ist viel Veranstaltung, wo man irgendwie lustige Dinge trinken kann und Menschen treffen kann. Aber im Endeffekt zeigt die Berlinale Filme, die was ausprobieren, finde ich. Also ich finde, es ist teilweise gelingt es und teilweise nicht, aber sie versuchen irgendwie neue Arten von Filmen zu suchen, was mega wichtig, also was unglaublich wichtig in unserer heutigen Zeit ist, weil wir müssen weiterdenken und nicht in diesen veralteten Filmformen bleiben. Wir müssen neu denken, wie Godard es getan hat damals und so. Und dafür ist die Berlinale, glaube ich, ein Ort und das macht mich sehr glücklich, wenn ich irgendwo Teil darin sein kann, weil es mir den Raum bietet, Menschen zu treffen,
die sowas suchen. Und ich hoffe so, dass ich mit denen in Kontakt treten kann oder einfach mit denen mich austauschen kann, was wir suchen, was wir wollen.